Und im Wohne der Kinder ist eben eine schnellstmögliche Bestimmung in Wohnortnähe. Schnellstmöglich ist offenbar hier ein sehr breit interpretierbarer Begriff. Für uns ist eine Beschulung Ende 2017 in Wohnortnähe deutlich zu spät und alles andere als schnellstmöglich. Denn das sind noch immerhin insgesamt fast 2,5 Jahre, die Kinder diesen langen Weg auf sich nehmen müssen, zweimal am Tag eine halbe Stunde Fahrzeit, die eben zu Lasten von AGs, von Freizeit und auch vom Schulunterricht ist. All das wird eingestellt. Aber eben auch, was eine angemessene Beschulung ist, wird hier offenbar frei interpretiert. Wir finden so einen langen Weg auf keinen Fall angemessen. Für eine Beschulung im Wohnortnähe gibt es eben Varianten, und zwar verschiedene und nicht, wie Sie sagen, irgendwie gar keine. Eine Variante ist eine Containerlösung, und eine Containerlösung kann angemessen sein. Offenbar sind Containerlösungen hierzulande auch so angemessen, Menschen wohnen zu lassen. Und es gibt eben Container, die sogar deutlich besser ausgestattet sind als ein Map. Man kann sie ganz individuell herrichten, nach Schulbedürfnissen, es gibt Mensen damit, alles Mögliche, es ist sehr individuell gestaltbar. Und es gibt Container, die verfügbar sind, nicht sofort, aber innerhalb von 6 Monaten. Das haben wir geprüft, wir haben Zusicherungen von Firmen bekommen. Innerhalb von 6 Monaten ist es möglich, einen ganz individuell gestalteten Schulcontainer errichten zu lassen. Wenn wir angefangen hätten, sofort also diese Planung in Auftrag zu geben, hätten wir im März bereits einen Schulcontainer am Standort haben können. Jetzt wäre es immerhin ohne weiteres möglich, so einen noch zum nächsten Schuljahresbeginn zu erhalten. Die Frage ist eben aber schon, wenn wir nur einen Map bekommen sollen, wie dann die Fachräume geregelt werden. Wir brauchen Fachräume mit einem mobilen Ergänzungsraum, sind sie aber eben nicht standardisiert vorgesehen. Und da ist die Frage ans Bezirksamt, welche weiteren Kosten entstehen denn dadurch, dass wir eben noch eine individuelle Anpassung brauchen, Fachräume dort hineinzubekommen, und welche zeitliche Verzögerung ergeben sich wiederum dadurch, dass wir eben mit einem standardisierten Map von nur 24 Unterrichtsräumen auf keinen Fall auskommen können. Für einen Standort des Containers gibt es nun im Wohnortnähe viele Varianten. Der Sportplatz wurde immer wieder angesprochen, aber es gibt eben auch andere Standorte. Die Eltern haben sie in ihren Anfragen angesprochen. Herr Richter hatte ausgeführt, dass angeblich einige Standorte ausfallen, weil es dort Kaufverhandlungen gibt. Aber Kaufverhandlungen sind eben Verhandlungen und sie sind nicht abgeschlossen, solange ist also auch noch möglich, so ein Grundstück anderweitig zu nutzen. Und man sollte dabei auch bedenken, wenn eine Fläche für Wohnungsbau verkauft wird, wird es auch da weiteren Bedarf an Schulplätzen geben. Und wie wir wissen, haben wir hier die große Knappheit. Eine andere Variante, Herr Ossier hat es schon angesprochen, sind eben mobile Bauten aus Holz in einer neuartigen Variante. Sie wurden von Herrn Richter auch schon mal im Energiebeirat vorgestellt. Diese Bauten sind nachhaltig zu errichten, können mobil aufgebaut werden. Das heißt, sie können danach auch an anderen Standorten wieder genutzt werden. Was für uns als Bezirk eine sehr attraktive Variante ist, wir wissen, es Türschen knackt überall. Wir haben immer wieder kurzfristige Sperrungen. So ein mobiler Bau wäre sinnvoll, für verschiedene Standorte zu nutzen. Und man könnte ihn eben jetzt beispielsweise auf dem Sportplatz errichten, in der Zeit eine Lösung für das Gebäude finden. Und ja, vielleicht ist diese Lösung ein Abriss, vielleicht ist diese Lösung aber eben auch eine Sanierung. Das genau muss geprüft werden. Auf jeden Fall wäre es möglich, so einen mobilen Bau dort hinzusetzen und ihn eben dann auch wieder zu entfernen, um dann wieder Platz für die Sporthalle zu haben. Also all das sind Varianten, die sehr schnell möglich sind und eben vor 2017. Aber eine dritte Variante wäre auch ein mobiler Ergänzungsbau in der Nähe. Wie gesagt, die Eltern haben verschiedene Standorte genannt und eben auch den Standort in der Straße an der Schule. Herr Richter hatte dazu ausgeführt, dass es auch dort einen Transport der Schülerinnen und Schüler geben müsse, was mich doch sehr verwundert, denn letztendlich ist diese Schule dann nicht weiter entfernt als beispielsweise die Kinder, die in den Schmetterlingswiesen wohnen, ihre Schule im Einzugsbereich. Und wir erinnern uns vielleicht auch, als wir hier dazu einen Schulbus beantragt haben für die Kinder, die einen so weiten Schulweg haben, wurden dieser mehrheitlich abgelehnt und wir wurden vom Bezirksamt darauf hingewiesen, dass die eventuelle Länge oder Kürze eines Schulweges eben rechtlich nicht vorgeschrieben ist. Also wieso ist es hier plötzlich möglich oder Pflicht, die Kinder weiter zu transportieren, wenn man sie in der Straße an der Schule beschulen würde, aber für andere Kinder mit einem gleich weiten Weg ist es nicht geboten. Der Vorteil ist, wenn wir direkt in der Straße an der Schule bauen, wir könnten sofort beginnen. Man könnte innerhalb von kurzer Zeit eben so einen mobilen Ergänzungsbau errichten. Er wäre deutlich schneller fertig, als wenn wir jetzt, wie am Standort in der Adolfstraße, erstmal auf den Abschluss des alten Gebäudes warten müssen.
Wir könnten dadurch schneller loslegen und würden eben auch nicht warten müssen, bis dann die Transportkosten insgesamt auf fast 1 Million Euro angestiegen sind. Vor allem, wenn wir dem Antrag der SPD zustimmen würden und eben schnell mal Tatsachen schaffen würden mit dem Abriss, ohne zu prüfen, ob es Gutachten vorliegt, würden wir eben Tatsachen schaffen, ohne genau vorher überhaupt erstmal uns über die Grundlage klarer zu sein. Keiner von uns hier kennt dieses Gutachten, oder zumindest wurde es dem von vorne nicht vorgelegt. Und der Richter sagte auch gerade, man wartet ja nicht mehr, bis das Gutachten ausgewertet wird, weil der Abriss sei ja schon entschieden. Doch eine sehr widersprüchliche Geschichte. Wir müssen doch erstmal wissen, was im Gutachten steht und wie es letztendlich auszuwerten ist, bevor wir entscheiden können, ob wir so eine Schule abreißen müssen. Denn letztendlich müssen wir doch die genauen Zahlen kennen. Wenn es letztendlich ein Unterschied ist von 1 Million Euro, ob eine Schule saniert oder nicht, dann sollten wir da schon nochmal genauer drüber nachdenken. Deswegen möchte ich euch auch hier darauf hinwirken, dass wir uns erst einmal dieses Gutachten genau anschauen, genau prüfen und dann erst Entscheidungen treffen. Ebenso sieht es mit dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung aus. So ist es ja offenbar so, dass einige Verordnete diese Wirtschaftlichkeitsprüfung gesehen haben. Uns als EVV ist sie nicht zugegangen, obwohl uns eben im Schulausschuss vom Schulamt zugesagt wurde, dass wir die Wirtschaftlichkeitsprüfung erhalten. Leider ist dieses eben noch nicht erfolgt. Aber offenbar ist es ja auch so, dass das Bezirksamt in dieser Sache viele Dinge verspricht, die letztendlich nicht mit der Realität übereinstimmen. So wurde uns im letzten Schulausschuss gesagt, dass dieser mobile Ergänzungsbau als alleiniger Schulstandort in Kombination mit dem Wortgebäude längst vom Senat genehmigt sei. Und jetzt wiederum erklärt uns der Richter, das Bezirksamt muss erst mal vorlegen, ein Konzept dafür, und wir wissen noch gar nicht, ob wir tatsächlich diesen Standort nur mit einem Web genehmigt bekommen. Das ist doch ein sehr großer Widerspruch, mal so erzählt und mal so. Deswegen drängen wir darauf, wir wollen die Unterlagen erstmal kennen, wir wollen alle Informationen haben, um letztendlich auch sachgerecht entscheiden zu können. Vor allem aber brauchen wir eben jetzt eine Lösung für die Kinder und nicht erst Ende 2017. Wir müssen ihnen die lange Fahrt noch 2,5 Jahre lang nicht zumuten, sondern wir brauchen eine wohnungsnahe Schule, die eben den Kindern ermöglicht, in ihrem Umfeld zur Schule zu gehen. Und deswegen möchte ich an Sie appellieren, lassen Sie uns gemeinsam an einer Lösung arbeiten, die eine wohnungsnahe Schule vor 2017 fordert.